Hallo zusammen, ein neues Herbstbild. Ich starte mit Orange und Gelb. Dies ist die erste Schicht für den Hintergrund. Ich nehme auch noch ein bisschen Weiß dazu und bedecke den Hintergrund mit groben Pinselstrichen. Ich habe hier eine Leinwand 50x50 im Galerieformat 4 cm tief. Jetzt nehme ich noch etwas Weiß dazu. Ich male mit groben Strichen. Die Farben vermischen sich ein bisschen. Dann glätte ich mit dem großen Spachtel. Der Hintergrund ist nun fertig. Ich kratze noch ein paar Linien für die Struktur und dann lasse ich das Bild trocknen. In der Zwischenzeit habe ich schon mit Orange und Gelb aufgefüllt, mit dem Spachtel große Flächen gemacht und jetzt mache ich weiter mit einem Grau. Die Farben lasse ich etwas antrocknen, damit sie sich nicht zu sehr mischen. Das dauert etwa eine Stunde. Bei Acrylfarben geht das ja sehr schnell. Jetzt kommt wieder Weiß drüber. Ich streiche mit dem Spachtel ganz fein über die Oberfläche. Mache kleinere und größere Flächen und verteile das Weiß. Ein helleres Grau gemischt mit Schwarz und Weiß füllt ein paar Lücken. Jetzt kommt noch etwas Schwarz dazu. Und trocknen lassen. Jetzt nehme ich ein helles Gelb. Es macht mir wirklich Spaß, dieses Bild zu malen. Und das ist ja das Wichtigste. Ich freue mich sehr über deine Kommentare und werde diese gerne beantworten. Damit du immer die neuesten Videos von mir bekommst, abonniere doch bitte meinen Kanal, drück auf die Glocke. Ein bisschen Orange noch. Die Farben verlinke ich dir in der Beschreibung.
Wenn das Bild fertig ist, lasse ich es trocknen und mache dann später noch ein Firnis drauf, damit das Bild geschützt ist vor Umwelteinflüssen. Das Firnis ist für mich immer so das Tüpfelchen auf dem I, weil dann weiß ich, dass das Werk vollbracht ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn wieder ein Bild fertig ist und ich die Wohnbilder kreieren kann. Hier siehst du noch Details von dem Bild, eine Vergrößerung. Und wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann geht's hier weiter. Und wie immer, tschüss!